Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Gothic 2 hier in der Nostalgic Edition. Wir haben in der letzten Folge der Wache den Schlüssel geklaut und räumen jetzt hier nochmal ein bisschen aus. Ich hoffe, eine Rüstung zu finden, eine Rüstung des alten Lagers. Das wäre eine richtig, richtig feine Sache. Aber die Hoffnung ist eher gering, tatsächlich. Schade, aber so eine Erzbaron-Rüstung zu finden, das wäre noch so ein Highlight, finde ich. Meine schwere Gardistenrüstung haben wir ja schon. Gilt aber als Banditenrüstung, deshalb kann ich die nicht tragen. Eine Butlerhose. Geil. Oder eine mittlere. Ich weiß nicht, eine mittlere Gardistenrüstung wäre auch noch fancy. Oder so eine leichte, so ein Waffenknechtrock. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe noch nicht alle Kisten hier in der Burg geplündert. Im großen langen Turm sind noch zwei Kisten offen. Und im Haus der Erzbarone gibt es auch noch einen Raum mit zwei Kisten, die ich jetzt noch plündern werde, bevor ich jetzt quasi mich aufmachen werde. Die Schürfertrupps zu finden. Das ist für diese Folge geplant. Bisschen Gold. Bisher hat sich das überhaupt nicht gelohnt hier. Nee. Ja, okay, der eine Erzbrocken war okay, aber dafür jetzt hier, das war, weiß nicht. Also es hat sich jetzt nicht so gelohnt, wie es sich vielleicht lohnt hätte können. Aber ich habe was anderes gehört. Genau, wir gehen jetzt nochmal in den Turm rein, in den großen Turm. Und räumen hier auch nochmal das eine Zimmer aus. Die Hoffnung, dass da vielleicht noch eine Erzbaron-Rüstung drin ist, ist noch nicht ganz abgeschlagen. Es würde Sinn machen. Ich meine, hier haben ja auch Gardisten durchaus genächtigt. Arto und Scar. Jo, was ist das für eine Kiste? Okay. Naja, ein bisschen Kleinkram. Die Pfeile sind ganz gut. Pfeile und Gold kann ich immer gebrauchen, aber eine geile Rüstung wäre noch irgendwie nice. Ah, schade. Naja, okay. Aber immerhin, die Kosten, die wir mittlerweile für Gorns Befreiung investiert haben, die dürften ja locker wieder reingeholt worden sein bisher schon. So, dann müssen wir jetzt nochmal im Turm nochmal diese zwei Kisten von oben plündern. So, und zwar diese Kisten hier noch. Die waren auch nicht ganz ohne. Wow. Grobes Langschwert und 5 Fackeln. Naja, gut. Hier, die hier war heftig. An der habe ich mir den letzten Dietrich in der letzten Folge kaputt gemacht. Aber ich habe auch ein bisschen Geschicklichkeit noch gelernt in der letzten Folge. Das heißt, die Dietriche brechen mir jetzt nicht mehr so schnell ab. Die Kiste hat es in sich gehabt. Ja, wegen ein bisschen Silberkram und ein paar Krautstängel. Naja. Okay. Rüstung also nicht gefunden. Wir haben die gesamte Burg jetzt geplündert. Da gibt es jetzt keine Kiste mehr, die ich jetzt nicht geöffnet habe. Das finde ich soweit dennoch zufriedenstellend. Unterm Strich war der Loot ja eigentlich ganz gut, wenn man alles zusammenrechnet. Oh, da musste ich niesen. Und ja, wir brechen jetzt auf zu den Schürftrupps. Ich habe noch keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich das ehrlich gesagt machen will. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich natürlich auch ein bisschen... ich versuche es jetzt mit der Ausrüstung zu spielen, die ich jetzt habe. Allerdings... Warte mal, habe ich wirklich alle Kisten geplündert? Guck mal ganz kurz hier unten. Da gibt es noch eine Kiste. Die habe ich noch nicht geöffnet. Die probiere ich jetzt mal zu öffnen. Das will doch keiner wissen. Das kann ja nicht ewig, sonst habe ich nicht schon genug Probleme. Oh, Landkarte Minental. Naja, immerhin. Ist das eine veränderte Karte? Nö, das ist die originale alte Karte von Minental. Wie hübsch die ist, ne? Hübsch aufgearbeitet. Das hätte er doch besser wissen müssen. Sehr cool, sehr cool. Aber... Ach, das ist sogar eine aktualisierte Karte von Minental, ne? Okay. So, ich meine, auf Drachenjagd gehen wir jetzt ja sowieso noch nicht. Von daher. Gut. Ich glaube, ich versuche mich als allererstes an Kavalons Haus. Kann ich mit dir echt nochmal was reden oder so? Hast du noch irgendwas? Nö. Gut.
Ich glaube, einen Kampf kann ich mir auch eigentlich schenken. Mal gucken, ob die Orks das schaffen, hier hochzukommen. Der Schaden ist okay, der Bogen. Ist in Ordnung. Aber wie sieht's mit dem Rapier aus? Reichweite ist natürlich beschissen. Aber der Rapier gibt mir natürlich ein paar Prozent der Einhand, ne? Das muss man, darf man nicht vergessen. Ich glaube 8%. Ja, wenn ich den ablege, habe ich nämlich nur 36 Einhand. Mit dem Rapier ist es schon deutlich besser. Aber warte mal, im Vergleich nochmal mit dem... Er macht nur 80, der macht halt 20 Schaden mehr, der Rapier. Das ist schon um einiges besser. Diese verwesende Leiche hier, ey. Okay, das nächste, was ich wirklich machen sollte, ist mit dem Bogen besser werden. Also mehr auf Bogen skillen. Leichte Beute. Was ist mit den Wags? Komm, ich schieße den genau den Pfeil in den Arsch. Oh, okay. Der Schaden gegen die Waage ist sehr zufriedenstellend, finde ich. Puh. Das war knapp. Klar, ich kann immer noch auf diese Rüstung hier wechseln, aber ich will versuchen, ohne diese Rüstung zu spielen. Von daher, ja, lief bis jetzt nicht so gut. Wobei, nee, ich will eigentlich hier so die Lebensmittel will ich eigentlich aufheben, weil es gab doch eine Quest von Geralt. Wobei, nee, die Geralt-Quest mit den Lebensmitteln bekommt man ja erst beim zweiten Besuch im Minental. Vorher kriegt man die ja gar nicht. Von daher kann ich jetzt auch mal so dreist sein und das jetzt mal essen. Ein bisschen was jedenfalls. Okay, ich heile mich mal kurz hoch. Alright, weiter geht's. Wenn ich so ein paar Waage jetzt hier noch kille, könnte ich dem nächsten Level Up ganz gut nahe kommen. Okay, ich denke, hier haben wir jetzt erstmal soweit geklärt, die Seite. So zumindest der Eingangsbereich hier ein bisschen freier ist. Aber das sieht ja eigentlich jetzt ganz gut aus. Okay, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz hier in den umgestürzten Turm rein. Hol mir erstmal Gorns dicken Lederbeutel. Zieh mir die Kohle rein. Und dann geht's weiter. Puh. Ist gar nicht so einfach. Oh. Oh, das war eigentlich keine gute Idee. Oh, da ist eine Steintafel. Kurz looten, dafür ist noch Zeit. Ja, ich muss versuchen, zu Kavalon zu kommen. Alter, wie dieser Gardista am Galgen hängt, Junge. Ist schon ein wilder Blick. Oh Gott. Ja, ich muss da mal durch, Leute. Tschüss. Oh, Platz. Okay, sie haben es aufgegeben. Sehr gut, da kann ich direkt speichern. Geil, eine Steintafel Geschicklichkeit. Natürlich sehr gut. Kommt mir sehr gelegen. Die kommen mir sehr gelegen. Wie viel Geschick haben wir jetzt? 87. Jeder Punkt hilft. Jeder Punkt hilft. So. Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ich bin erstmal hier ein bisschen erkunden. Ja, die plündere ich jetzt nicht. Das Fleisch brauche ich eh nicht. Geht nur um die Erfahrungspunkte. So, hier haben wir etwas Rohstahl und noch eine Kiste.
Sehr gut, neue Munition nehme ich gerne mit. Ich glaube, hier komme ich so einfach... Doch, hier komme ich so einfach hoch. Dann gehen wir doch mal direkt hier auf den Turm hoch. Loot-technisch sollte ja eigentlich auch was Feines dabei sein. Ah, shit. Ah ja. Sehr schön, das funktioniert. Wunderbar. Guck mal, ein leichter Lederbeutel. Na, immerhin. Ein bisschen Gold. Jetzt schon wieder 8.500 zusammen. Das ist schon wieder ein ganz guter Schnitt. Gut. Ich denke, jetzt hier sollten wir eigentlich das meiste mit Leichtigkeit umlegen können. Die Wölfe hier zum Beispiel ist ja gar kein Ding mehr. Oh shit. Da habe ich mich jetzt ja nun nicht gerade mit Ruhm bekleckert, muss man mal ganz kurz sagen. Okay, ausgezeichnet. Das läuft super. Die Kriegsmaschinerie läuft geölt. Mit diesem coolen Bogen. Okay. Ja, ein bisschen Kollateralschaden ist ja immer. Aber grundlegend kriegen wir das ja hier alles wieder rein. Sehr hübsch. Ja, das wird jetzt eine schöne Looten- und Leveln-Folge. Da werden wir uns schön hochboosten. Gut, gehen wir aber erstmal zu Kavalons altem Haus. Da finden wir ja noch einen Erzbrocken. Im besten Falle. Und weitere laufende Erfahrungspunkte. Erst jetzt der beim ersten Moment gar nicht interessiert hat und er an seinem Essen weiter futtern wollte. Auch schon sehr dreist. Ah, hier haben wir schön viele Wölfe. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Oh, guckt euch den mal an. Wisst ihr, wer das sein könnte? Das könnte eine Referenz sein, dass das Scorpio ist hier. Es könnte Scorpio sein. Er ist ja quasi desertiert, nachdem die Gardisten die Feuermagier getötet haben. Und er ist ja hierher geflohen, hierher zu Kavalons Hütte. Und hat ja dann noch Ausrüstung verkauft, die er noch geklaut hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gardisten kurz vorm Fall der Barriere ihn nochmal aufgesucht und hingerichtet haben hier. In so einer Art Erschießungskommando. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Coole kleine Referenz. Noch geiler hätte ich es gefunden, wenn er noch so eine mittlere Gardistenrüstung angehabt hätte. Das hätte ich richtig gefeiert. So, Kavalons Erzbeutel haben wir gefunden. Tagebuchseite, die gucken wir uns auch gleich noch an. Geil, noch ein Dietrich, sehr gut. Okay, was ist das für eine Tagebuchseite? Von einem ehemaligen Wassermagier. 107. Tag. Milton und unser einstiger Held haben uns heute schmählich verraten. Sie haben hinter unserem Rücken die magische Energie aus dem großen Erzhaufen in irgendein altes Artefakt gesaugt. All unsere Hoffnungen auf ein Entkommen aus der Barriere sind jetzt endgültig zerstört. Tag 129. Das Unglück ist über uns hereingebrochen. Obwohl die magische Barriere plötzlich verschwand, wurde unser Lager von schweren Beben fast zerstört. Alle hier haben den Verstand verloren und massakrieren sich gegenseitig. Ich muss weg von hier. Tag 130. Wir haben heute Nacht bei Kavalon in seiner Hütte. Wir werden heute Nacht bei Kavalon in seiner Hütte bleiben und morgen weiterziehen. Ich hoffe nur, dass keine Ork-Horden mehr durch diese Gegend ziehen. Ach, Nefarius. Der ehemalige Besitzer scheint Nefarius, der Wassermagier, zu sein. Ah ja, cool. Ob ich Nefarius nochmal darauf ansprechen kann, wenn ich nochmal nach Jakendar zurückkehre? Das wäre ja cool. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Ich stehe im Dienst von Lord Hagen. Du gehörst zur Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht.
Sagt Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Könnt ihr ihn versuchen zu bestehlen? Ich probiere es mal. Warte mal. Aber immer noch mal ein extra Sicherheitssafe. Nice, boah, 380 Gold, ey. Das ist immer noch eine ordentliche Menge, du. Boah, die Bodentexturen sehen so cool aus. Guck dich mal bitte die Texturen hier an. Von der Wand und von dem Boden. Das ist ja mega krass. Oh, ein edles Bastardschwert. Was wir aber eh nicht benutzen können. Aber das wäre eine coole Waffe. Na, vielleicht lerne ich ja irgendwann nochmal weiter auf Stärke. Mal sehen. So. Gut. Dann versuchen wir von hier aus jetzt zu Silvestro zu kommen. Oder will ich das? Nee, ich glaube, das will ich gar nicht. Ich will erstmal hier weiterziehen Richtung Schneegebiet und mal gucken, was ich noch so an Viehzeug finden und umlegen kann. Wir brauchen noch roundabout 2000 Erfahrungspunkte. Jetzt bist du dran. Ich hätte ja auch genauso gut, ich Idiot, ne? Ich hätte ja genauso gut einfach diese Rüstung hier anziehen können. Und er hat nämlich auch nicht angegriffen. Ob ich da mit denen reden kann? Das wäre jetzt so cool. Ja, toll, jetzt ist nur dieser eine. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du dir es anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Nee, man kann leider nicht mit denen reden. Aber wie cool wäre das bitte, wenn die einen Dialog mit dir machen und führen könnten. So irgendwie eine Quest, die du nur bekommst, wenn du halt mit der Banditenkleidung zu denen kommst. Das wäre halt richtig nice. Na, wartet. So. Das wäre halt schon ziemlich cool, aber naja. Dann wohl leider nicht. Aber hier kann ich nochmal schön viele Erfahrungspunkte farmen. Oh, brauchst du eine extra Wurst hier? Okay. Da haben wir noch 2 Snapperinos. Okay. Ja, so ein paar Sträflinge liegen hier überall noch rum. Ich frage mich, ob die Nostalgic Edition diese fehlende Musik in der Eisregion fixt. Das wäre ja mal eine feine Sache. Eine richtig feine Sache. Aber kann auch sein, dass es nicht der Fall ist. Oh, sieht das schön aus. Gott, ich liebe das. Oh, man hört doch richtige Schneeschritte, wenn ich über das Eis hier laufe. Ach, ist ja geil, ey. Das ist maximal awesome. Das macht richtig Spaß. Boah, diese Eiswolf-Bälle, die sind bestimmt auch einiges wert, ne? Okay, ich werde gleich ein Level aufsteigen. Oh, da vorne sind ja Eisechsen, Alter, okay. Krass. Ich habe das Gefühl, dass ich sterben werde, die sind krass. Ja. Yeah. Die sind doch nochmal eine Nummer zu heftig, glaube ich. Oh, da ist ja noch einer. Boah, ey, die haben es in sich. Eiswolf-Feller mehr erhalten. Geil. Ich glaube, in dieser Region kann ich jetzt nicht mehr mir leisten, irgendwie rumzuspielen oder rumzuscherzen. Ich glaube, hier muss ich jetzt wirklich mit allem arbeiten, was ich zur Verfügung habe. Diese Eisregion hier ist nochmal anders wild. Aber ich will wirklich versuchen, wenn ich jetzt einmal im Minental bin, will ich wirklich versuchen, so viel ich kann
an Erfahrungspunkten mitzunehmen. Ich glaube einfach, dass das unglaublich wichtig ist, um mir den späteren Spielverlauf ein bisschen zu vereinfachen. Gerade dann später mit der Drachenjagd und allem, bin ich gut beraten, so stark wie möglich zu sein und zurückzukehren. So, da haben wir jetzt 524 Leben. Das ist schon ganz okay, aber könnte natürlich besser sein. So, gutes altes Fleischschwanz, na gut, ziehe ich mir natürlich noch rein. Okay, speichern. Boah, ich weiß nicht, will ich gegen diese Echsen da kämpfen? Echsenmenschen, warum sind die so blau? Eigentlich, weil es halt Eisechsen sind oder sowas, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es die nochmal in der normalen Ausführung. Und die sind vielleicht, die Weißen sind ein bisschen stärker oder so. Vielleicht sind das so Elite-Einheiten. Das könnte vielleicht echt sein. Ich meine, da hinten genau, da sind Banditen. Wenn ich mich mit Garderüstung näher, dann lassen die mich in Ruhe möglicherweise. Aber will ich eigentlich gar nicht, dass sie mich in Ruhe lassen. Ich will die ja töten. Aber vielleicht kann ich mit denen reden. Das wäre irgendwie echt nice. Geh, solange du noch kannst. Ach, das wäre so cool, wenn die noch eine Quest hätten. Hier sitzen sie einfach alle auf dem Boden. Geil, Steintafel des Bogenschützen 2. Klasse. Das ist ja super nice. Es ist doch hier das ehemalige Alchemistenlager. Ich habe so Bock, euch irgendwie mit einer Todeswelle oder so dahin fortzuspülen. Das wäre so witzig, wenn das gehen würde. Aber wir machen es einfach mit einer Eiswelle. Es bietet sich einfach an. Geh bloß. Ich habe ja nur so 160 Leben. Hat sich angeboten. Okay, sehr gut. Das war alles lohnenswert hier. Okay, und wir können uns nochmal kurz sogar schlafen legen, kurzes Päuschen machen. Wunderbar. 11 Lernpunkte. Tja. Wie gesagt, ich sollte jetzt in Bogenschießen und Einhandkampf nochmal investieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so das, was ich tun sollte. Boah, ich trage jetzt eine sehr schlechte Rüstung, ne? Verhältnismäßig. Muss dann nochmal wechseln. Die richtige. So, hier müsste noch ein Ork sein. Ah ne, der müsste jetzt gleich spawnen, wenn ich jetzt hier wieder aus der Höhle rauskomme. Nicht die Kiste hier plündere. Genau. So eine Goblin-Truppe, die von so einem Ork angeführt wird. So. Kann man sagen, was man will, aber wir farmen jetzt gerade gute Erfahrungspunkte. Tja, diese Echsen, ey, ich weiß nicht so recht. Die flößen mir wirklich Respekt ein, muss ich sagen. Wenn ich es schaffen könnte, einen von denen anzulocken. Nur einen. Scheiße, keine Chance. Die kriege ich wahrscheinlich nur im Doppelpack. Okay.
Ja, wobei. Oh, scheiße, ey. Damage machen so ordentlichen. Aber die haben selbst nicht so viel Leben. Oh, scheiße. Okay, ich leg mich fest, einzeln sind die kein Problem. Einzeln sind die kein Problem, aber im Doppelpack, puh. Im Doppelpack tun die richtig weh. Vielleicht schaffe ich es irgendwie einen vorher irgendwie schon auszuschalten. Oder ich poker darauf, dass die auf Angst reagieren und wegrennen. Einer wegrennt. Ich glaube, das ist nur so ein Zauber, der funktioniert nur bei Menschen. Egal, ich hab's probiert. Ich habe es probiert. Eigentlich hilft mir vielleicht ein Goblin schon. Nein, nein, nein. Ein Goblin könnte mir schon ausreichend helfen. Der muss mir nur genug Zeit verschaffen, dass ich einen platt kriege. Ah, Jesus Christ. Okay, der hat mir nicht genug Zeit verschafft. Naja, irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert. Irgendwie hat es ja dennoch funktioniert. Okay, gut. Ja, dann haben wir die Region hier schon mal weitestgehend gesäubert. Schön aus. Ja, hier müssten jetzt ja eigentlich auch in der Nähe schon die Eisgolems sein, oder? Oder sehe ich die einfach nur gerade nicht? Kann sein, dass die Eisgolems erst später spawnen. Kann natürlich auch sein. Hm. Okay. Nee, das hebe ich mir für später auf. Das hebe ich mir für später auf. Ich glaube, ich würde jetzt diesen Weg hier gehen. Richtung Silvestros, Schürfstelle und Diego und Fayette. Oh shit. Hm, wie ich jetzt gegen Drachensnapper abschneiden könnte? Tja, testen wir das Ganze mal aus. Wie reagieren die auf Bögen? Nicht gut. Ich bin tot. Schade. Okay, ich glaube, der Weg hier ist doch keine Option. Noch nicht. Noch nicht. Hier ist erstmal noch Endstation, aber ist nicht schlimm. Klar, ich könnte jetzt irgendeinen Zauber verwenden, um Feuerregen oder Unwetter oder so, um die da zu schwächen und wegzumachen, aber das ist es mir jetzt im Moment gerade noch nicht wert. Ich will mir diese Zauber halt wirklich aufheben für Situationen, wo ich sonst nicht weiterkomme. Das, dafür mache ich das dann auf jeden Fall. Und dementsprechend werden wir dann jetzt wahrscheinlich eher den Weg hier durchs Wasser wählen. Und den Weg skippen, sozusagen da oben über die Berge. Dann mache ich es eben hier lang. Diesen Weg. Aber das ist ja okay. Hier können wir noch ein bisschen Kleinkram killen und auf diese Art und Weise noch weiter leveln. Okay. Ja, selbst mit der Rüstung ist es nicht so einfach, ne? Die Nostalgia Edition ist schon knackig. Also sie ist schon schwierig, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt am Verzweifeln bin, sondern die hatten genau das richtige Schwierigkeitsmaß gefunden, um eine Herausforderung zu sein, aber nicht zu heftig. Was haben wir hier noch? Armbrustschützen. Na gut, Armbrustschützen 2 ist auch okay. Aber ich muss auf jeden Fall die Tafel Bogenschützen 2 noch lernen. Das ist eine sehr wertvolle Tafel, die ich noch gefunden hatte. Jetzt haben wir schon 45% Bogen. Nice. Ich denke, ich will auch versuchen, Bogen zuerst auf Meister zu kriegen. Da brauche ich jetzt noch 15%. Das bedeutet, ich bräuchte noch 3-4 Level-Ups. Oder 5 Roundabout. Dann könnte ich das ganz gut gewährleisten. Dass das dann noch besser funktioniert. Okay. Ja, da werden wir diesen Pfad lang gehen in der nächsten Folge. Und
Ich werde jetzt aber noch diese Kiste hier plündern. Und dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund, lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content da und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.